Wie viele andere Szenen, besonders aus dem Osten der Deutschen Bundesrepublik, herrschen auch in Dresden gewisse Regeln im Rudolf-Habich-Stadion, die seitens der Ultras Dynamo gestaltet werden. Dabei hängt Udi auch regelmäßig Plakate oder Schriften mit den Regeln für den K-Block im Stadionumlauf auf, um den Großteil der Sachsen darauf aufmerksam zu machen. In diesem Video wollen wir euch diesen kleinen, aber aussagekräftigen Katalog einmal genauer vorstellen und zitieren im Folgenden die Regeln des K-Blocks Dynamo Dresden. Schallpflicht: Bei den Spielen unserer SGD präsentieren wir uns geschlossen und als eine Gemeinschaft. Dazu gehört das Tragen des Schals. Handy aus, eine altbekannte Regel: Es gibt nichts Nervigeres als Handys, die ins Gesicht filmen. Lasst sie während der 90 Minuten in der Tasche. Handys aus dem K-Block. Mitmachpflicht: Wir Fans sind in der Pflicht, die Mannschaft zu unterstützen, um ihr die letzten Prozente zu verleihen. In der Hinsicht ist jeder gefragt, auch du. 90 Minuten Vollgas, seid zum Anpfiff und wieder Anpfiff pünktlich an euren Plätzen. Sinnloses Abgammeln in den Blockeingängen oder ständiges Bier holen während des Spiels nervt einfach. Materialverteilung und Rückgabe: Gebt ausgeteiltes Choreomaterial nach dem Spiel wieder zurück und geht damit ordentlich um. Hier regiert die SGD. In unseren Blöcken gibt es nur einen Verein und das ist Dynamo, sowie unsere Freunde aus Zwickau. Repräsentiert unsere Farben. Blaue oder lilane Jacken passen nicht in unser Blockbild. Wir wollen keine Stadionblogger. Bei Dynamo gibt es keinen Platz für Leute, die sich mit dem Filmen von Spiel und von den Fans profilieren und in die eigene Tasche wirtschaften. Alkoholkonsum: Genießt das Bier in Maßen. Suffausfälle und daraus resultierende Rettungsansätze müssen nicht sein. Achtet auf euch und eure Kumpels. Es geht nur gemeinsam. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.